Wir wurden mit dem Stichwort F3 zu einem Zimmerbrand gerufen in den Acker. Der Acker ist eine Wohnsiedlung am Rande von Hart. Auf der Anfahrt von Bregenz, die ich mit 4 Kameraden durchführte, wurde das Stichwort sofort auf F4 erhöht. Bei F4 kommt automatisch die Feuerwehr Höchst dazu. Wir haben uns entschlossen, die Feuerwehr Fußach nachzualarmieren und eine zweite Drehleiter der Ortsfeuerwehr Luschenau, die wir dann aber nicht mehr gebraucht haben. Aber es ist immer gut, wenn genug Fahrzeuge und Mannschaft bei so einem Wohnungsgebäude vor Ort sind. Es waren viele Personen im Gebäude, es sind auch viele bei der Arbeit, aber dank der großen Unterstützung des Katastrophenzug Hart, die immer die Personen-Evakuierung für uns macht. Das ist eine Riesenhilfe für uns Feuerwehrmänner, wenn das Rote Kreuz mit der Feuerwehr so gut zusammenarbeitet. Denn die Feuerwehr hat andere Aufgaben. Zuerst zum Schauen, dass das Feuer unter Kontrolle kommt. Das heißt, der Retten, Bergen, Löschen. Und da übernimmt das Rote Kreuz für uns einen Riesenpart. Wir haben das Kontrolle dank unserer Drehleiter und einem Außenangriff und einem Atemschutz-Innenangriff rasch unter Kontrolle gebracht. Die Wohnung ist verwüstet. Die anderen Personen können in kurzer Zeit wieder in ihre Wohnungen zurück. Wir müssen noch das mit dem Strom und mit dem Wasser klären. Und dann wird die Wohnung für die anderen Personen freigegeben. Mhm. Ja, wir waren 10 Autos, Feuerwehr Hart, Feuerwehr Fußach, Feuerwehr Höchst und Feuerwehr Luschenau, das Rote Kreuz Hart und Bregenz, Bezirksfeuerwehrinspektor und Abschnittsfeuerwehrkommandant waren auch vor Ort, circa 100 Mann.